Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Rüttelplatte bedient. Wir sind hier am Abrütteln von Mineralgemisch und vielleicht habt ihr das gleich und steht jetzt mit drei Fragezeichen hier, was ist eigentlich wofür, wie bediene ich die Rüttelplatte, und das möchte ich euch kurz einmal zeigen. So, in der Regel kommt auch die Rüttelplatte so zu euch. Sie ist hier auf Rollen, damit man sie halt einfacher transportieren kann. Hier könnt ihr jetzt so hin und her schieben. Wir sind jetzt hier aber schon auf unserem Mineralgemisch, was abgerüttelt werden soll. Von daher sind die Rollen jetzt im Weg und müssen abgemacht werden. Bei dieser Rüttelplatte funktioniert das so. Das ist übrigens ein Leihgerät von Bauhaus. Einfach ein bisschen die Rüttelplatte ankippen, hier nach vorne drücken und dann könnt ihr sie hier über den Hebel, ich hoffe, man sieht das jetzt auch noch in der Kamera, einfach rausziehen, und auf der anderen Seite nehmt ihr es einfach, zieht ihr es ab, ein bisschen die Maschine dazu ankippen und dann haben wir die Räder abmontiert, das legen wir gut beiseite. Und um den Bügel freizugeben, um die Maschine besser bewegen zu können und zu führen können, müssen wir hier noch einmal den Stift rausziehen und jetzt ist der Bügel hier frei und wir können die Maschine damit ganz gut führen. Bevor ihr die Maschine startet, solltet ihr jetzt noch genau drei Sachen beachten. Zum einen ist genug Kraftstoff drin. Wenn nicht, füllt bitte den benötigten Kraftstoff auf. Den erfahrt ihr im Leihservice oder er steht mit im Gerät auch drauf. Bedienungsanleitung etc. Guckt drauf, dass genügend Öl vorhanden ist und schaut euch in jedem Fall, wenn ihr ein Leihgerät habt, den Luftfilter an. Das Problem hatten wir gerade, der war dermaßen verdreckt, dass wir das Gerät gar nicht anbekommen haben. Wir waren schon halb am Verzweifeln und haben am Ende fast eine Tonne Staub hier rausgeholt und seitdem läuft das Gerät prima. Und wenn die Vorbereitungen soweit alle in Ordnung sind, dann solltet ihr natürlich auch die dafür vorgesehene Schutzkleidung tragen, Schutzschuhe, Schutzbrille und auch Ohrschützer, denn das Gerät ist relativ leicht. So, und jetzt zeige ich euch den Startvorgang und eine kurze Einweisung mit der Bedienung, die doch eigentlich recht einfach ist. Zuerst schaltet ihr das Gerät hier einmal ein, den Schalter auf On stellen. So, und jetzt haben wir hier nämlich drei Schalter, wozu man wissen sollte, welcher wofür ist. Das ist für die Geschwindigkeit, wie die Maschine hinterher zieht, wenn ihr abrütteln wollt. Schildkröte oder ein schneller Hase ist, denke ich, selbsterklärend. Hier haben wir dann den Choke, den sollten wir natürlich beim Startvorgang anmachen. Und hier haben wir die Kraftstoffzufuhr. Auch diese sollten wir einmal aufdrehen. Und dann können wir hier über unseren Starter einmal das Gerät starten. Das ist wie beim Rasenmäher. Wir machen das jetzt einmal und dann sollte das Gerät hoffentlich gleich anspringen. Zum Ausschalten des Geräts habt ihr gesehen, bediene ich hier einfach wieder den An- und Ausschalter, mache natürlich die Kraftstoffzufuhr noch runter auch. Das Gerät bremsen tut ihr wieder hiermit. Ich weiß nicht, ob man es gerade im Video sehen konnte, wie ich das Gerät angehalten habe. Damit bleibt es halt stehen auf der Stelle und hiermit schaltet ihr es wieder aus und dann macht ihr halt, wie gesagt, Kraftstoffzufuhr auch noch zu, damit kein Kraftstoff jetzt beim Transport des Geräts auch wieder auslaufen kann. Und im Betrieb, wenn die Maschine gestartet ist und kurze Zeit läuft, könnt ihr den Choke immer nach und nach so ein bisschen zurücknehmen. Muss man so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, auch macht es nicht zu schnell, sonst kann das Gerät ausgehen. Aber es ist im Prinzip nichts anderes wie früher bei einer Mofa oder bei einem alten Rasenmäher. Denke ich, das Prinzip hat jeder verstanden, der schon mal einen Rasenmäher bedient hat. Von daher, hier ist es, wie gesagt, nichts anderes. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert mit der Rüttelplatte. Es ist wirklich im Prinzip einfach. Die Rüttelplatte zieht sich auch von selber. Ihr könnt es hier über den Bügel so ein bisschen gegensteuern. Ihr könnt damit lenken oder halt auch mal so ein bisschen zurückziehen, falls ihr doch irgendwo zu schnell gerade an der Hauswand kommt. Die Geschwindigkeit der Rüttelplatte, wie schnell sie nach vorne zieht, hatte ich euch ja schon gesagt. Könnt ihr hierüber einstellen. Am Anfang, wenn man es vielleicht neu macht, nicht gleich auf den schnellsten Modus einstellen. Erstmal ein bisschen warm werden mit dem Gerät. Und wenn man sich sicher ist, kann man dann auch schneller rütteln, je nachdem, was man aber auch nachher abrütteln möchte.
Ja, das war's mit dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Kritik, könnt ihr das wie immer gern unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!